Liebe Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gestern war ein guter Tag für die Greifswalder und für alle Bürger unseres Landes. Ernst Moritz Arndt bleibt, die sinnlose Bilderstürmerei hat keinen Erfolg gehabt, wenn auch erstmal vorläufig. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei den Greifswaldern bedanken, bei den Bürgerinitiativen, den Demonstranten, den Leserbriefschreibern und vielen anderen, die nicht locker gelassen haben, denn erst der starke öffentliche Druck hat diese Entwicklung möglich gemacht. Wieder einmal haben wir gesehen, dass sich Widerstand gegen den überschäumenden Säuberungswahn einiger weniger Zeitgenossen lohnt. Und da waren Ideologen am Werke, die fanatisch gegen das vermeintlich Böse kämpfen und dabei völlig den Bezug zur historischen Realität verloren haben. Wie kann man einem Mann wie Ernst Moritz Arndt zum Beispiel verdenken, dass er schlecht auf die französischen Besatzer zu sprechen war? Ralf Weber hat es bereits angesprochen. Die hielten schließlich zu seiner Zeit unter der Fuchtel Napoleons sein Vaterland besetzt. Wie wenig Empathie muss man besitzen, das nicht verstehen zu können oder zu wollen? Wie engstirnig muss man sein, historische Persönlichkeiten mit den politisch korrekten Augen von heute zu betrachten? Diese nachträgliche Inquisition der Neuzeit müssen wir endlich beenden. Machen wir uns nichts vor. Die verhinderte Tilgung des Namens Ernst Moritz Arndt war natürlich nur ein Etappensieg. Wir sehen, wie sich meist zugereiste Studenten und Professoren schon wieder formieren, um doch noch mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Der 15.3. ist ja bereits markiert. Wir müssen wachsam bleiben, um weitere Versuche abzuwehren, unsere historischen Wurzeln zu kappen. Die Alternative für Deutschland wird diesen Kampf auch weiterhin nach Kräften unterstützen. Und da wäre es natürlich jetzt am besten, die Universität würde endlich die Zeichen der Zeit erkennen. Die Stimmung der Bevölkerung in Greifswald war eindeutig und würde auf einen neuerlichen Beschluss zur Namensablegung verzichten. Und wir greifen mitnichten die Hochschulautonomie an, Herr Kolbe. Aber wir appellieren an die Beteiligten, hier die Bürger zu beachten, den Willen der Bürger der Hansestadt Greifswald. Wenn der Senat aber trotz des klaren Gegenwinds dieses Fass dennoch wieder aufmachen will, dann appellieren wir auch an die Universität, vorher die Meinung der Greifswalder tatsächlich einzuholen, denn sie haben ein Recht darauf, mit abzustimmen, zumindest ihre Meinung klar, deutlich kundzutun. Und ich persönlich würde mich gerne für eine Bürgerbefragung stark machen. Eine solche Befragung aller Greifswalder wäre zum Beispiel zum Termin der Bundestagswahl ohne großen Aufwand möglich. Ja, wir haben die Hochschulautonomie, aber die Universität hat auch das Recht, dass sie die Meinung der Bürger Greifswalds einbezieht. Lasst also die Bürger der stolzen Hansestadt über den Namen ihrer Universität mitbestimmen. Wir sind sicher, hier wäre die Entscheidung in den richtigen Händen. Vielen Dank.